Nacht bei Centaur dauert nur wenige Stunden. Prinz Eugens grausamer Plan geht auf. An diesem Nachmittag fallen 25.000 Osmanen. Die Kaiserlichen haben hingegen nicht einmal 500 Tote zu beklagen. Ab ins Lager. Die Niederlage bei Centaur ist vernichtend und bedeutet das Ende der osmanischen Expansion. In Europa begründet dieser Sieg Prinz Eugens Ruf als genialen Feldherrn.